Mental stark wie Cristiano Ronaldo. Was du von ihm lernen kannst, von Ronaldo, und wie du das für dich nutzen kannst, um hier oben im Kopf auch in Bestform zu kommen, genau das erfährst du in diesem Video. Cristiano Ronaldo hat wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Karriere hingelegt bis jetzt. Er ist über 10 Jahre lang ist er immer auf höchstem Niveau. Was hebt diesen Typen so krass ab von den anderen? Was lässt ihn Jahr für Jahr immer wieder der Beste sein? Was macht ihn anders? Warum bringt er es hin, konstant eine solch gute Leistung abzuliefern? Ich bin überzeugt, dass die mentale Stärke von Cristiano Ronaldo wirklich ein ausschlaggebender Punkt ist, dass er eben über ein Jahrzehnt immer auf Top-Niveau ganz, ganz oben spielen konnte. He is as well a little bit air of arrogance, you know, but believe that he is the number one. First he comes from the fact that you know you can. Deeply inside himself he knows that if he wants he can pass anybody. Arsene Wenger, der Ex-Trainer von Arsenal London, hat sich einmal über Ronaldo geäußert und hat gesagt, auf einige wirkt er ein bisschen arrogant, aber das ist keine Arroganz. Er weiß einfach, was er kann. Er ist sich seinen Stärken, seinen Talenten enorm bewusst. Er weiß das und er scheut es auch nicht, das zu sagen, dass er eben stark ist. Also er hat eine tief sitzende Überzeugung von seinen Fähigkeiten, von seinen Talenten, Fähigkeiten, von seinen Stärken. Und das wirkt auf andere Menschen oftmals komisch und dann nehmen sie ihn als arrogant wahr. Aber die Mitspieler, die bereits mit ihm gespielt haben, sagen, er ist alles andere als arrogant. Er ist einfach seinen Stärken bewusst und zögert auch nicht, diese zu sagen. Zu sagen, ja, ich bin stark, ich bin ein guter Fußballer, ich bin sogar der beste Fußballer. Er scheut nicht davor zurück, weil er eine solche tiefe Überzeugung hat, von seinen Stärken, von seinen Talenten und von seinen Ressourcen. Und wie kannst du das für dich nutzen? Ich sage, viele Leute wissen nicht wirklich, wo ihre Talente liegen, wo ihre Stärken liegen. Ronaldo weiß es. Und er sagt es sich immer und immer wieder. Also er committet es allen. Also die erste Aufgabe, wenn du dir nicht sicher bist, wo deine Stärken liegen, unbedingt forschen, wo sind deine Stärken. Übungen machen in der Academy haben wir mittlerweile genug oder frag andere Personen, hey, wo bin ich stark? Wo bin ich stark? Und forsche danach, bis du deine Stärken hast. Und dann ein zweiter Step, du kannst ein Stärkenprofil beispielsweise machen oder noch besser ein Stärkenbild. Ein Bild, wo alle deine Stärken aufgelistet sind, alle deine Erfahrungen, deine Erfolge, deine Ressourcen, deine Talente und dann hängst du das zu Hause auf. Und der Trick dann ist, dass du das immer und immer wieder siehst. Deinen Stärken immer und immer wieder bewusst wirst. Sehr, sehr wichtiger Step. Weil über einen längeren Zeitraum ist dann völlig klar, dann wirst du auch so eine tiefe Überzeugung von deinen Stärken entwickeln, wie Cristiano Ronaldo. Und das ist der Trick dabei. Aber zuerst, erster Step, diese rausfinden. Zweiter Step ist das immer und immer wieder sich vor Augen zu führen, dass man eben richtig stark ist. Und die logische Folge ist dann eben, dass sich mit der Zeit diese tiefe Überzeugung bilden wird. If you are strong mentally, the quality is coming natural. Wenn du mental stark bist, dann kommt deine Qualität zum Vorschein. Und das bedeutet umgekehrt. Wenn du Qualität hast, du stark bist, aber hier oben nicht stark bist, dann kannst du es oftmals nicht zeigen. Das ist genau das, was ich eben hier in Tag X anspreche. In Tag X spreche ich genau das an. Du kannst noch so gut üben zu Hause, du kannst noch so stark sein, wenn du hier oben in der Birne nicht wirklich stark bist, nicht mental bereit bist, dann kommt diese Qualität nicht zum Vorschein. Und darum gibt es leider sehr, sehr viele Trainingsweltmeister, Übungsweltmeister, aber wenn es dann wirklich zählt, können sie nicht abliefern. Und der größte Teil, oder ich sage wirklich fast 100%, ist hier oben, in der Birne, im Kopf. Darum hat Ronaldo auch 100% recht mit diesem Zitat. Wenn du mental stark bist, kommt deine Qualität zum Vorschein, zu 100%. Wenn du es eben nicht bist, dann bleibst du immer unter deinem Potenzial. Darum ist auch das absolut Wichtigste deine mentale Verfassung. Du kannst noch so gut sein, einer, der hier oben stärker ist.
der wird dich übertrumpfen, auch wenn er von rein den Fähigkeiten, von den Qualitäten her gesehen, vielleicht ein bisschen schwächer ist. I always try to be focused in my game and my mental is quite good. Sich auf sich selber zu fokussieren. Ganz, ganz viele Leute, ich sage wirklich der Großteil der Leute, hat es sich angewohnt, sich zu vergleichen mit anderen und zu sagen, der hat das, der kann das, ich kann das nicht, und machen sich so selber klein. Das Schlimme ist auch, wenn du dich auf andere konzentrierst, du dich fokussierst auf den, der hat das, dann verlierst du Zeit, um an deinen Stärken zu arbeiten. Um in dich Zeit zu investieren und bei dir zu bleiben und mit diesem zu arbeiten, was du hast. Und das macht Ronaldo eben genau gegenteilig. Er interessiert sich nicht für andere, er interessiert sich für sich. Was hat er für Talente, für Stärke, für Ressourcen und arbeitet mit dem tagtäglich. Tagtäglich arbeitet er mit dem, was er hat und macht aus dem, was er hat, eben das Maximum. Und ich behaupte, wenn Leute das ebenfalls machen würden, weggehen von außen, nicht mehr vergleichen, sondern sich nur mit sich selber vergleichen, dann würden sie eine viel bessere Leistung abliefern in allen Bereichen des Lebens. Wenn du dich nämlich vergleichst mit anderen, das ist ein unfairer Vergleich. Mach das nicht. Weil andere haben andere Talente, andere Stärken und andere Ressourcen. Ist auch klar, dass sie andere Ergebnisse haben werden. Der einzig faire Vergleich, den du machen kannst, ist der mit dir selber. Der mit dir selber. Also wenn du heute sagen kannst, ich bin ein Stück besser geworden, als ich es gestern war, dann ist das ein guter Vergleich. Und es ist deinem Selbstvertrauen sogar zuträglich. Wenn du dich hingegen mit anderen vergleichst, vergleicht man sich ja tendenziell immer mit einem, der ein bisschen ober ist, das ist eben abträglich für dein Selbstvertrauen. Darum, was du von Ronaldo lernen kannst, und ich hoffe, dass du es umsetzen wirst, dass du bei dir selber bleibst. Dass du deinen Fokus auf dich richtest. Was hast du in dir? Und arbeite mit dem. In the beginning, I was dreaming to be the best player in the world. Friends of mine, they look at me like, what are you talking about? But in my mind, I think I have potential. When I started in Manchester, this is what I started to believe. Eines meiner Lieblingsthemen, Träume und Visionen von Ronaldo. Ronaldo hat schon als kleiner Junge gesagt, ich werde mal der beste Fußballer der Welt. Seine Kollegen, seine Angehörigen oder weiß ich was, haben nur doof geguckt und gedacht, was redet der? Aber er ist nicht abgewichen von diesem Traum. Und da passieren zwei fatale Dinge normalerweise. Als Kind hat man Träume, aber man lässt sie sich ausreden mit der Zeit. Ronaldo hat es nicht getan, er hat es sich nicht ausreden lassen. Zweitens, viele vergessen dann ihre Traum oder haben überhaupt keine Vision mehr im Leben. Und das ist quasi der Totschlag für deine Motivation. Wenn du keine Vision hast, kein Warum, keinen Grund in deinem Leben, ist es sehr, sehr schwer, eben motiviert zu sein. Und du wirst jetzt in den folgenden Tipps, was du von Ronaldo mitnehmen kannst, wirst du eben merken, wie wichtig es ist, einen Traum zu haben, eine Vision zu haben und das auch groß zu denken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist eben auch, Ronaldo hat seine Vision perfekt auf sich zugeschnitten. Ich weiß nicht, ob es Glück war, Zufall, aber sie ist perfekt auf ihn zugeschnitten. Weil er hat das Talent im Fußball. Er hat es und das hat er in seine Vision implementiert. Und da behaupte ich eben, das machen ganz, ganz viele Leute gegenteilig. Über 90% hat irgendein Träumchen oder eine Vision oder irgendetwas, aber das passt nicht wirklich zu ihnen. Was meine ich damit? Es passt nicht wirklich zu ihren Stärken, zu ihren Talenten, zu ihren Fähigkeiten, zu ihren Ressourcen, zu ihren Werten, Bedürfnissen, Antreibern, sprich das, was sie eigentlich motiviert, die Gefühle, die sie erfahren wollen dahinter, zu ihren Leidenschaften und zu ihren Begeisterungen. Ronaldo ist ein begeisterter Fußballer. Er liebt das. Was ist das, was du liebst? Wo liegen deine Talente? Nimm etwas, nimm das, forme deine Vision, dein Grund daraus. Und dann hast du den wichtigsten Grundstein gelegt, dass du ähnlich erfolgreich sein kannst wie Ronaldo, halt auf deinem Gebiet, wo du auch immer das möchtest. Das beschreibe ich eben in diesem
In diesem Buch und auch ein Programm habe ich dazu gemacht, Videoprogramm gibt es schon länger, Erfolg Creator. Das Buch kommt auch in Kürze irgendwann raus, bin noch nicht ganz sicher wann. Und da geht es eben darum, dass man eben das auch machen kann. Seine Vision perfekt auf sich zuschneiden. Nicht irgendein Erfolg oder eine Vision von der Stange zu nehmen, quasi ich möchte einen Hund, ein Auto, zwei, drei Kinder, einen Sportwagen in der Einfahrt und das passt für mich, sondern nein, was passt wirklich zu dir? Wo liegen deine Talente? All das, was ich jetzt erwähnt habe, das hat Ronaldo getan, ob bewusst oder unbewusst, völlig egal. Aber er hat eine Vision, die perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Du wirst jetzt noch merken, wie wichtig das ist. Viele glauben das eben nicht. Die investieren viel zu wenig Zeit in das. Viel zu wenig, leider. Und rennen dann irgendwelchen Dingen hinterher, die sie sowieso nicht erfüllen. Leiden dann auf diesem Weg? Wenn sie angekommen sind, Riesenenttäuschung. Logische Folge. Oftmals nennt man das dann so Midlife-Crisis. The reason is, I'm unbelievable inside the pitch. This is why the people have so much interest on me. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people are thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I'm always going to say that because I think we have to thinking we are the best in our area. So in my area, I think I'm the best. Is there anything that Lionel Messi is better than you at? It's opinions. I respect the opinions. Maybe in your opinion, Messi is better than me, but in my mind, I'm better than him. Etwas, was mich schwer beeindruckt hat, in der Recherche oder in den letzten Jahren über Ronaldo. Er sagt, er ist der Beste. Er ist der beste Fußballer, Punkt. Egal, was andere denken. Und wenn er verglichen wird mit Messi, andere sagen, ist Messi besser wie du, haben ihn sogar schon mal direkt gesagt, er sagt, mir egal, ist deine Meinung, akzeptiere ich, aber in meinem Kopf bin ich immer der Beste. In meinem Kopf bin ich immer der Beste, egal was andere sagen. In seinem Kopf bleibt er der Beste. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich kernelementar. Wenn er hier oben denkt, er ist der Beste, verhält er sich automatisch so. Sein Verhalten ist automatisch so, wie er der Beste ist. Und wenn er sich automatisch so verhält, sind auch die Ergebnisse dementsprechend viel, viel besser. Bei vielen Leuten passiert eben genau das Gegenteil. Sie denken, sie sind gut und dann kommt jemand und sagt, aber der ist viel besser und sie glauben dann das. Ronaldo hat aber so eine tiefe Überzeugung, dass er das eben nicht glaubt und sagt, ist mir egal, ich akzeptiere, was du sagst, aber in meinem Kopf bin ich der Beste. Und ich glaube, das können wir alle von Ronaldo sehr, sehr lernen. Egal, was andere sagen, egal, was der oder der sagt, der ist besser, der ist besser. In deinem Kopf musst du wissen, wer du bist. Und etwas möchte ich dir noch auf den Weg geben. Du selber musst dein bester Motivator sein. Verlass dich nicht auf andere Leute, dass sie dich motivieren, dass sie dich pushen. Ist schön, wenn du es hast, zu dem komme ich danach auch noch. Ist auch ein wichtiger Faktor. Aber der wichtigste Faktor ist, dass dein Selbstgespräch hier oben, dein Selbstgespräch positiv mit dir selber ist. Als wärst du dein bester Freund. Du musst selber dein allergrößter Fan sein. Du musst dich selber so krass motivieren. Das Selbstgespräch von Ronaldo ist phänomenal. Also viele sagen, du bist nicht der Beste. Ihm egal, in seinem Kopf ist er der Beste. Und wenn du das trainieren möchtest, kannst du ebenfalls. Du kannst es wieder über verschiedene Quellen tun. Natürlich musst du deinen Stärken bewusst sein. Du kannst es auch trainieren, wieder über Affirmationen. Dass dir eine Stimme sagt, also die Audioaufnahme sagt dir, du kannst es, du bist der Beste, du weißt nicht, du kannst dies oder das. Dass sich irgendwann auch diese tiefe Überzeugung in dir bildet, dass du dir nicht von außen reinreden lässt, dass du dir nicht von außen deine Träume zerstören lässt. Das unterscheidet Ronaldo unter anderem sehr, sehr stark von anderen Fußballern, von anderen Persönlichkeiten. Er lässt sich nicht reinreden. Er weiß, was er hat. Und er lässt es sich nicht zerstören. You make the two things, talent with a work hard, you can be a huge player. And this is my head hitting. And I think I'm in that role. It's part of me. I'm not doing that kind of work
because I have to. It's because it's part of me. Talent und harte Arbeit. Ronaldo ist wirklich ein Arbeitstier. Das haben schon mehrere Mitspieler von ihm bestätigt. Er ist immer der Erste, der ins Training kommt und der Letzte, der geht. Also er arbeitet wirklich sehr, sehr hart. Viele denken, der hat Talent. Der hat Talent und darum hat er es geschafft. Klar, er hat Talent. Aber in allen Bereichen, wo sehr, sehr erfolgreiche Leute sind, die sagen, das Talent ist das eine, aber die Arbeit dahinter ist der weitaus größere Teil. Talent alleine ist 20%. Der Rest ist die Arbeit, die dahinter steckt. Dass du dieses Talent, was dir in die Wiege gelegt wurde, wirklich zu einer Stärke formst, zu einer Waffe formst, das ist der weitaus größere Teil. Darum gibt es im Fußball, im Sport, überall, gibt es die ewigen Talente. Die ewigen Talente. Wo man eigentlich denkt, der könnte es. Aber er hat nicht den Mumm, nicht das Warum dahinter, um wirklich dieses Talent zu schleifen. Und da gibt es ja diese bekannte 10.000-Stunden-Regel. Kann dir jeder Top-Erfolgreiche bestätigen. Du musst 10.000 Stunden in das Talent investieren, an dem Schleifen, es immer und immer wieder trainieren. Und wenn du das geschafft hast, kannst du quasi gar nicht anders, als zu einem der Besten auf deinem Bereich zu gehören. Und da ist es eben wichtig, dass du diese Talente von dir kennst, Talente, Stärken von dir kennst und diese in deine Vision implementierst. Weil 10.000 Stunden, das machst du nicht von heute auf morgen. Das machst du nicht in einem Jahr, das machst du nicht in 2 Jahren. Das geschieht über Jahre. Das geschieht über Jahre. Und wenn du das Ding nicht liebst, was du machst, ist es eben schwer, das über Jahre durchzuziehen. Es ist ein Teil von ihm. Es ist ein Teil von ihm, es gehört einfach zu ihm. Und da liegt oftmals der Unterschied. Viele arbeiten auch hart, aber sie machen es nicht. Ah, da ist es wirklich harte Arbeit. Das ist wirklich harte Arbeit. Für ihn ist es nicht diese harte Arbeit, es gehört einfach zu ihm. Und das ist auch ein Grund, was eben Ronaldo oder allgemein Top-Erfolgreiche unterscheidet. Sie haben die Ambition, sie haben auch das Feuer, das Ding über Jahre durchzuziehen. Diesen Prozess über Jahre durchzuziehen. Dazu komme ich danach noch. Und darum unbedingt deine Vision, deine Ziele auf deine Talente und deine Stärken auslegen. Dann passiert es automatisch. Tagtäglich arbeitest du mit deinen Talenten, diese werden zu Stärken. Und irgendwann, nach vielen, vielen Stunden, bist du ein Experte auf deinem Gebiet, egal auf welchem Gebiet. What's your secret? Because you're showing no signs of slowing down, Chris. No secrets. Don't exist secrets. The secret is dedication and hard work. You know, to be able to work 100% all the time. This is, if exists words, this is my secret. Harte Arbeit, immer 100% geben und vor allem das Wichtigste finde ich diese Hingabe. Viele Leute können sich nicht etwas im Hingeben, weil sie das Ding, das sie machen, eben nicht wirklich lieben. Sie machen es, weil es getan werden muss. Aber sie machen es nicht aus der intrinsischen Motivation hier. Und darum, wie Ronaldo gesagt hat, für mich ist es nicht harte Arbeit, es ist ein Teil von mir. Das beginnt automatisch, wenn du weißt, für was du dich hingeben möchtest. Wenn du eben deine Vision, dein Grund, dein Warum herausgefunden hast, perfekt auf dich zugeschnitten, dann entsteht automatisch diese Hingabe. Du machst dann die Dinge nicht mehr, weil sie getan werden müssen, sondern du machst die Dinge, weil du sie eben machen möchtest. Für mich fängt das bei der Hingabe an. Harte Arbeit, okay, wenn du es nicht liebst, ist es eher kontraproduktiv und du kannst gar nicht bereit sein, jeden Tag 100% zu geben, wenn du dieses Ding nicht liebst. Geht gar nicht. Also darum, bei mir fängt es, aus meiner Logik fängt das bei der Hingabe an. Darum sage ich ja so oft, und das verstehen sehr, sehr viele Leute nicht, wenn du dein Warum, dein Grund, deine Vision perfekt auf dich zugeschnitten hast, dann hast du schon mal einen sehr, sehr großen Teil deines Erfolges gemeistert, weil viele scheitern eben schon dort. Sie wollen schneller vorankommen, setzen sich dann irgendwelche Ziele, aber vergessen das Wichtigste. Nämlich das, was sie tagtäglich tun, auch wirklich auf sich zuzuschneiden. So what I did in Manchester is completely finished, because I win almost everything there. So I always strive for a new challenge, because I really like to put myself in the pressure to see what I can do. Noch etwas, was Ronaldo von vielen, vielen Menschen unterscheidet.
Er liebt es, neue Herausforderungen anzunehmen. Er hat bei Manchester United hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dann hat er sich der Challenge, der Herausforderung Real Madrid gestellt. Dann hat er dort wieder alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Hat sogar noch einen oben drauf gesetzt, hat viermal die Champions League gewonnen. Hat noch nie jemand geschafft vorher. Und er brauchte wieder eine neue Herausforderung, eine neue Challenge. Und jetzt hat er sich Juventus Turin ausgewählt. Viele Leute haben vielleicht einige Erfolge bereits einheimsen können in ihrer Karriere, aber ruhen sich dann aus. Sie verwalten ihre Erfolge und gehen nicht mehr weiter. Und Ronaldo macht da genau das Gegenteil. Wenn er merkt, ich bin hier fertig, dann ruht er sich nicht aus. Im Gegenteil, er sucht sich eine neue Challenge. Und ich weiß, dass das für ganz viele Menschen, für den Großteil der Menschen eben unangenehm ist. Weil das Hirn, der Mensch im Allgemeinen, mag keine Veränderung. Weil Veränderung bedeutet auch Gefahren. Und der Mensch hat das nicht so gerne. Ronaldo macht es anders. Er hat die tiefe Überzeugung, dass er eben diese Herausforderung meistern wird. Und er sagt auch, dass er sich gerne neue Herausforderungen stellt, um sich wieder selber zu beweisen, dass er es doch kann. Viele haben eben den Mumm nicht, weil sie sich selber beweisen könnten, dass sie es eben nicht mehr können. Ronaldo hat diese Angst nicht. Oder vielleicht hat er sie, er spürt auch diese Angst, diese Zweifel, aber er macht es dann trotzdem. Und das unterscheidet Ronaldo von ganz, ganz vielen anderen Leuten. Also hier lautet der Grundsatz, was du mitnehmen kannst, nicht verwalten, sondern kreieren, neue Herausforderungen annehmen. Wenn du jetzt irgendeinen Erfolg hast, den du schon früher sehr, sehr lange wolltest und jetzt langsam nicht mehr so das Feuer spürst, wieso machst du nicht was Neues? Eine neue Herausforderung bedeutet wieder mehr Feuer. I'm always say it was the toughest time in my life. It was when I left my family with 11 years old to live in a different world, which is Lisbon. In the same country, but it looked like it's a different part of the world. I was crying almost every day to miss my family, but I'm not regret because it was probably the more intense moments in my life that I lived through. So without sacrifice, we cannot win nothing. So I did an unbelievable sacrifice. Ohne Opfer gibt es kein Erfolg. Und da unterscheidet er sich auch wieder von ganz, ganz vielen Leuten. Viele Leute wollen immer A, B, C und D. Sie wollen alles. Sie können keine Prioritäten setzen. Und am Schluss haben sie gar nichts mehr. Oder alles nur irgendwie Durchschnitt. Ronaldo wäre auch gern bei seiner Familie geblieben. Aber er hat Prioritäten gesetzt. Und heute hat er sogar beides. Er kann seine Familie überall einfliegen, wo er möchte. Und er kann immer noch Fußball spielen. Aber viele Leute sind das nicht bereit und darum scheitern sehr, sehr viele Menschen. Mal kurzfristig zu verzichten auf etwas, um etwas Größeres danach zu haben. Viele wollen immer gerade alles. Wurden früher sogar Kinder getestet mit Marshmallows. Und sie sagten, wenn du es aushältst, diesen Marshmallow nicht zu essen, dann kriegst du danach einen zweiten. Und viele sind fast durchgedreht. Sie konnten es nicht. Einer hat, glaube ich, sogar mit dem Kopf gegen die Tischplatte geschlagen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Aber danach wurden diese Leute, die noch gefunden wurden, wurden aufgesucht. Und diese, die den Marshmallow eben nicht angerührt haben, nicht gegessen haben, waren deutlich erfolgreicher als die, die nicht darauf verzichten konnten. Darum, wenn du immer alles möchtest, keine Prioritäten setzen kannst, zahlst du schlussendlich mit Erfolg. Du hast dann zwar alles kurzfristig, aber langfristig zahlst du. Und zwar mit weniger Erfolg. Darum diese Fähigkeit zu haben, mal kurzfristig, 2, 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht, auf etwas zu verzichten, um etwas Größeres zu kriegen, ist eine Grundvoraussetzung, die du von Ronaldo mitnehmen kannst. If you see my career at the last 6, 7 years, I'm always a kind of similar level. Why? As I said before, it's a long process. It's a dedication, it's hard work. So this is why I'm enjoying the present. And I don't think a lot about the future, because I know the future will be good too. But I just enjoy the moment. Es war ein Prozess voller Hingabe,
und harter Arbeit. Und dieses Wort Prozess ist mir wichtig. Dieser Prozess, das sagen sehr, sehr viele Leute, du musst anfangen, diesen Prozess zu lieben. Viele wollen immer nur ankommen. Sie lieben den Prozess nicht. Und darum kommen sie dann an, sind völlig ausgebrannt. Darum diesen Prozess zu lieben und sich hinzugeben, diesem Prozess, mehr Freude zu haben am Alltag, als dann tatsächlich bei der Zielerreichung, dann wirst du definitiv sehr, sehr große Erfolge haben. Viele lechzen immer nur nach dem Erfolg, aber sie geben sich nicht völlig hin im Alltag. Das ist der zweite Tipp, der Ronaldo gegeben hat. In der Gegenwart leben, im Hier und Jetzt. Wenn ich im Training bin, dann bin ich voll im Training. Ich mache mir keine Sorgen über die Zukunft. Ich weiß, dass die Zukunft gut kommen wird. Er vertraut auf das Leben. Er vertraut auf den Prozess des Lebens. Und jetzt kann man sagen, ja, der hat ja alles. Der hat ja alles, der kann ja schon vertrauen. Das Ding ist aber auch, der hatte mal gar nichts. Und er hat auch da vertraut. Also diese Ausreden, dass der ja jetzt alles hat, dann könnte ich auch vertrauen, die kannst du nicht bringen. Er hat auch schon früher vertraut. Er war auch schon früher mit dem Fokus nur im Training. Und das ist das, was Leute verlernt haben oder wieder lernen müssen, im Jetzt zu sein. Und die Zukunft, die kommt sowieso gut. Weil was passiert, wenn du nicht im Jetzt bist, in Zukunft und machst deine Handlungen? Die Qualität von deinen Handlungen nimmt ab. Und dann ist die Chance auch höher, dass deine Zukunft tendenziell eben schlechter wird. Wenn du aber im Hier und Jetzt bist, voll und ganz bei deinen Handlungen, was auch immer du machst, ist die Qualität deiner Handlungen viel, viel besser. Und wenn die Qualität deiner Handlungen viel, viel besser sind, sind auch deine Ergebnisse viel, viel besser. Und wenn deine Ergebnisse viel, viel besser sind, erhöht sich die Chance, dass deine Zukunft besser wird. Verstehst du? Und das ist die Kraft der Gegenwart. Diese zwei Tipps, den Prozess voller Hingabe und dieser harten Arbeit. Eben, diesen Prozess nochmal hervorgehoben. Prozess in den Vordergrund. Liebe den Prozess. Und zweitens, im Hier und Jetzt. Genieße den Moment, arbeite im Moment, liebe das, was du tust im Moment und die Zukunft kommt sowieso gut. Vertrau in das Leben. Believe in yourself, believe and follow his dreams, work hard. Noch zum letzten Punkt von Ronaldo, den du dir zu Herzen nehmen kannst. Und das sind Mentoren. Ronaldo hat Alex Ferguson gehabt bei Manchester United. Den bezeichnet er als Fußballvater, hat ihm sehr, sehr viel beigebracht im Fußball und hat ihm auch das Vertrauen geschenkt in jungen Jahren, dass er eben das zeigen konnte, was er wirklich drauf hat. Und dann sein zweiter Mentor, das ist sein Spielerberater, das ist der Jorge Mendes. Und der hat mich auch schwer beeindruckt. Nämlich, wie er mit Ronaldo redet. Du merkst, der möchte das Allerbeste für ihn. Wie für seinen Sohn. Ein Sohn, den er liebt. Er motiviert ihn richtig krass. Er bestärkt ihn richtig krass. Er sagt ihm immer, du bist der Beste. Alles ist möglich. Glaub mir, mein Freund, alles ist möglich. Wiederholt das immer und immer wieder. Also er ist ein sehr, sehr positiver Faktor, wirklich ein Top-Motivator, der ihn immer und immer wieder bestärkt. Und solche Leute in seinem Team zu haben, ist extrem wertvoll. Also sein Umfeld so zu formen mit bestärkenden Leuten, die dich nach vorne bringen, die es gut meinen mit dir, die deinen Erfolg wollen und dich nicht herunterziehen wollen, das sind die Leute, die du brauchst. Und darum Mentoren oder allgemein Unterstützer, Pusher, das brauchst du in deinem Umfeld. Das hat noch sogar noch ein paar mehr Informationen. Kannst nochmal nachlesen, welche Tools du jetzt benutzen kannst, um eben auch zum Beispiel mit den Stärken zu arbeiten, dass du völlig bei dir bleibst. Alles hier drin nochmals niedergeschrieben, wo du das findest, mit was das du am besten arbeitest. Und wenn du das durchmachst, wenn du dich ein bisschen an das hältst, die Videos schaust, mit den Stärken arbeitest, ein Stärkenprofil machst, ein Stärkenbild, Affirmationen, all das, was ich jetzt erklärt habe, und das über einen längeren Zeitraum durchziehst, dann wirst du in mentale Bestform kommen. Du kannst gar nicht anders, als mental hier oben sehr, sehr stark zu sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas gebracht hat auf deinem Weg zu deinem persönlichen Erfolg,
dann lass doch unbedingt ein Like da und kommentiere dieses Video. Teile doch dieses Video auch noch mit Freunden und unterstütze sie ebenfalls auf ihrem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg, dass sie ebenfalls hier oben in Bestform gelangen können. Denn du weißt jetzt, ein wahrer Champion, der entsteht im Kopf. Und nur wenn du hier oben wirklich stark bist, dann kannst du auch Erfolge haben. Wie es Ronaldo gesagt hat, wenn du hier oben stark bist, wenn du im Kopf stark bist, nur dann kannst du wirklich zeigen, was du drauf hast. Nur dann kannst du wirklich dein Bestes, dein volles Potenzial abliefern.